nur 16 Mandeln und fuhren an. Und ich denke mir, das kommt mir irgendwie vor wie eine Truppenübung vom Bundesheer. Und ich huch genauer hin und plötzlich vernehme ich an mir sehr vertraute Stimme und war total happy drüber. Mein Name ist Unteroffizier Tentleben. Und ich habe mir in meinem Leben schon mehr Tiroler Nutteil auf meine Luxuskörper geschmiert, wie die sich alle miteinander. Ja. Nur damit die wissen, mit wem sie hier zu tun haben. Die Rekruten! Rekrutinnen. Für alle, die mich noch nicht kennen. Ich wurde ja als Baby. Na und? Ein Glück, dass ich da hinten titten. Ich werde die beobachten. Alter, ich wurde also ein Baby, ein Täugling, damit der jeder versteht, in einem Körbchen von einer Katerne ausgedehnt. Und so ein Findelkind, quasi ein Mogli des österreichischen Bundesheeres. Danke für Glatten. Ich darf die im Namen des österreichischen Bundesheeres recht herzlich zur ersten österreichischen Kampftaucherausbildung begrüßen. Die Ausbildung. Die wird 6 Wochen in Anspruch nehmen. Und ich möchte. Das ist die Ausbildung. Nicht gut absolvieren, nicht später, sondern sensationell. Zwischen An- und Outlachen ist ein Untertitel. Was ist die Ausbildung, die wir durchführen werden? Hören die zu wiehern auf! Alter! Diese Ausbildung, die wir durchführen werden, die erfordert von Ihnen wirklich die höchste Aufmerksamkeit und natürlich auch die dazugehörige gegründete Ton. Und Ruhe. Ich bin auch nur ein Mensch. Alter, ich werde in diesen 6 Wochen aus Ihnen richtige Männer formen.
gewartet hat in dem dicken McNugget einen Adler. Da habe ich mich hiermit klar und deutlich ausgedrückt. Liebe Gute, du Gnüden. Die bieten jetzt ganz genau. Wir bekommen in den nächsten Tagen auch Besuch aus Deutschland. Jetzt kommen einige deutsche Kampftaucher tun, um ihm zu sehen, wie viele Deutsche gebunden arbeiten. Naja, was sollen sie tun? Und ich möchte, und ich sage das jetzt dezidiert. Ich war nie von der Militärakademie, aber diese Wörter beherrte ich auch. Alter, ich möchte, dass Sie sich gegenüber den Deutschen wirklich von Ihrer besten Seite zeigen. Von der Schokoladenseite. Denn ich werde Ihnen auch meine Gründe nennen, teilt Karl Kraut. Witten wir die Deutschen, die haben uns Österreichern leider einiges voraus, wie zum Beispiel den Pflichtbewusstsein, den Gehorsam und auch die Organisation. Ja, damit müssen wir in Österreich leben. Ich traue aber wahr, aber was sollten tun? Ich mein, man kann das nicht ändern, ne? Wir haben im Laufe der Jahre damit zu leben gelernt, ne? Mit dieser Macht. Gut, wobei man aber, naja, man muss dann auch dazu sagen, es gibt auch einige Dinge, die wir den Deutschen voraus haben, wie zum Beispiel das Gebiet der Edward. Den Tarm und den Schmäh. Mein Lieber. Gut. Da werden wir nie fertig, ich sag Ihnen gleich. Bevor wir nun mit der Ausbildung beginnen, laden Sie uns jetzt noch einmal gemeinsam die wichtigsten Titten und Bräuche Griechenlands. Also die wichtigsten Bräuche. Ich bin ja geduld, ne? Griechenland, die bedeutenden Kapitalinsel befinden, durchgehen. Ich werde nun einige der wichtigsten griechischen Redewendungen mitteilen. Patentiert gut auf. Zuhören und die Ohren bieten. Ich hab verstanden. Alter, vielen Dank, dass heute auf Griechisch Evkaritopoli. Haben die das geknallt? Ja? Gut, machen wir vielleicht eine kleine Gegenprobe zur Absicherung. Wie heißen die? Name. Ich bin gleich hier unten bei Ihnen. Rotwitter. Aber ein dünner Name. Eure guten Rotwitter. Botet vielen Dank auf Griechit. Nehmen Sie das ein Beispiel. Der Rotwitter, sehr gut. Und bitte Parakalo, auch merken. Damit kommt man eigentlich in Griechen. Lachen die wenigsten an den richtigen Tellen. Liebe Gute, Gutinnen. Die haben hier, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, und das ist wirklich bad bei Deite, die haben hier in Griechenland auch mit einigen Fragen zu rechnen. Nicht nur von der einheimischen Bevölkerung, es sind, wie gesagt, ein paar deutsche Gäste hier, und natürlich auch, das sind natürlich sehr viele Österreicher. Und dadurch, dass die immer in der Uniform sind, repräsentiert die Bundesrepublik Österreich, und die Franken sich an die richten. Gott, bitte wiederholen die. Auch Badmutein. Ja, ich bin manchmal ein kleiner Entertainer. Ich werde nun die
wichtigsten Fragen nennen, damit die Witten, wie sie dich in der Gebenditation zu verhalten haben. Erstens, was ist mit deinen Tänen bei dir? Zweitens, ist ihnen nicht heiß unter dem Kabel? Drittens, können die das bitte wiederholen? Und viertens, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, was macht der Bounder da auf dem Beat, wohl über Blut? Auf diese Fragen antworten die mir ganz einfach mit Österreich ist frei. Kann ich da gut mit nichts passieren. Gut, damit wird das Wichtigste besprochen. Lassen Sie uns jetzt noch eine kleine Muskelagen-Dehnungsübung durchführen, damit wir ein bisschen in Stimmung kommen, bevor wir das so richtig duden lassen. Die Übung, die wir nun durchführen, die nennt sich der eiserne Hampelmann. Und die besteht aus 8 Tempi. Der Plural von Tempo. Und bei dieser Tempoübung bin ich dann eingestiegen und der hat mir erkannt, weil ich keine Uniform angehabt habe. Rekrut, warum trage ich keine Uniform, respektive einen Taucheranzug? Moment einmal, Ihre Vitate kommt mir bekannt vor. Ja, denn die nicht der Rekrut, Tipp-Tipp. Ja, Tipp-Tipp! Und morgen den Tito! Und ich habe ihm das geschwind erklärt mit den Prüfungen und gefragt, ob er mir helfen kann beim Garagen, aber immerhin geht es ja doch um Österreich. Na, Tipp-Tipp, wenn es um Österreich geht, wie in die Vorderstelle. Liebe Rekruten, unterbrechen Sie sofort die Ausbildung oder fragen Sie bei die Rotbieter, der Reichsadler ruft mich. Und wir sind dann. Was? Danke.